damit willkommen bei einem weiteren Spiel zum Sonntag. Heute Battleship General Quarters. Das klingt voll übertrieben, und manche nur Schiffe versenken. Ich benenne mich mal. Ja. Ich dachte mir so, nach der Bingo-Blamage möchte ich noch ein Glücksspiel probieren, allerdings gegen einen PC. Mal sehen, ob das besser klappt. Ja, ich denke mal, die Schiffe versenken Regeln muss ich jetzt nicht wirklich erklären. Wie kann ich den drehen? Ah, mit den Pfeiltasten. Ich könnte jetzt natürlich was probieren. Ich könnte die alle aneinander legen, wie so eine Kette. Mal gucken, ob man darauf kommt. Ich glaube, ich mache das sogar echt. Eine sehr seltsame Strategie. Wir legen die mal alle irgendwie zusammen. Solange der da irgendwie in einer bestimmten Ecke sich aufhält, wird er niemals drauf kommen. Okay, das wusste ich nicht mehr, dass er so mega creepy redet. All ships have been destroyed. Legen wir mal los. Also hier. Ja! Wie soll man es anders formulieren, als das war einfach nur richtig geil. Ich darf nochmal. Klar. Er ist mega freund und dann scheiße sein. Nicht. Ey, das könnte der Zweier sein. Wenn das der Zweier wäre, das wäre richtig gut, glaube ich aber nicht. Nee. Doch! Ja, dieses Geräusch ist auch ein bisschen seltsam. Ey, ich hab sofort die Zweier. Den Zweier. Okay, ich hab auf einmal mega Glück. Was ist dieses Geräusch? Ey, oh, schade. Ey, das ist immer noch mega schlecht, ey. Nein! Jetzt können sie sogar fast aussuchen, welche Richtung er schießen. Er fehlt trotzdem, obwohl er in zwei Richtungen was er da abschießen kann. Nein, ich bin auf einmal auch schlecht. Man kann ja auch diese, wie soll man das formulieren, diese diagonale Methode machen. Das heißt, hier das Feld, dann das Feld, dann das Feld und dann hier so dazwischen, immer die Zwischenräume. So dass man immer genau ein Feld ausspart. So hat man dann natürlich irgendwann ein gutes Raster. Und weiß, wo es nicht mehr ist, aber nee. Nach der Methode gehe ich mal nicht vor. Oh. Jetzt hat das. Und dadurch, dass wir jetzt was. Ja, das war klar. Er wusste ja, dass ich da einen Dreier habe, den er abgeschossen hat, aber er hat schon vier Felder erwischt. Das heißt, ihm war automatisch klar, dass ein anderes da quer liegt. Aber er hat noch nicht weitergeschossen und hat den Fünfer noch nicht angeknackst, also das weiß er noch nicht. Ich finde, ja, seine Strategie hat auch sehr interessante Züge. Einfach mal dieses eine Feld, was schon da in der Ecke hängt, noch anschießen, anstatt irgendwie einen weiten Radius zu probieren. Könnte ich jetzt auch mal, ich könnte es auch wieder daneben. Nö. Oh. Ja, klar. Ist klar, Junge. Hier haben wir einen Chili noch. Ach, verdammt nochmal! Ich darf das nicht verlieren, ich habe schon seinen Zweier erledigt. Ey, der tobt dich ruhig aus da. Ultra Carrier sunk. Verdammt! Schlecht. So, ich bin jetzt richtig gut, pass auf, ey. Oh Mann! Ich probiere jetzt wirklich so ein bisschen diagonal vorzugehen. Hier in der Ecke. Mann! Ja, ist klar. Wo hat der die denn platziert? Also mittig können die ja kaum noch sein. Hat der denn da gebaut für den Krack? Also sag mal. Hat der die auch alle aneinander geklatscht hat wie ich? Hm.
Ich hatte so einen Lauf am Anfang. Okay, bestimmt so. Natürlich nicht. Dann vielleicht so lang. Ja! Yeah, Sandra. Take that! Alright. Stand da gerade wirklich alright mit Doppel-L? Klasse. Moment mal, ich habe den Fünfer schon erledigt, habe jetzt aber vier Felder ange... Okay, ich sehe, was du gemacht hast. Hey, was? Was? Moment mal. Moment mal. Ich sehe das jetzt hier. Ich habe jetzt den Fünfer versenkt. Das ist mir noch gar nicht aufgefallen. Das heißt, hier muss noch... Da muss noch einer dran sein. Was für ein Sack. Was? Hä? Bin ich jetzt völlig dämlich? Also, Moment, Moment, Moment. Hä? Ich hatte eine Gehirnblockade, glaube ich. Also, ich habe doch... Vorhin stand doch, ich habe jetzt den Allcrafter besiegt. Das ist der Fünfer. Das heißt, ich muss hier irgendwie einen Quer haben von denen. Habe ich bestimmt vorhin Vierer erledigt. Dann habe ich vorhin Vierer erledigt? Ja. Genau. Das war der Vierer so lang und jetzt haben wir hier so einen. Ich hab immer noch, ich weiß nicht, was dieses Geräusch ist. Irgendwie so eine afrikanische Hupe oder so ein Vogel, was weiß ich, was das ist. Was fehlt mir denn jetzt noch? Ein Dreier, oder? Dreier, Dreier, Dreier. Hier. Ja. Damit habe ich mich automatisch schon zwei Möglichkeiten ausgemerzt, wo der Dreier sein kann. Hier. Du böser Mann. So, jetzt auch wieder gut was aufgeräumt. Das sollte aber an mich gehen. Ey, wo hat der den... Oh. Und wenn ich jetzt nicht gegen einen Computer spielen würde, dann würde er jetzt automatisch wissen, dass ich den letzten auch an die dran gepinnt habe. Ich meine, er muss doch sehen, dass ich jetzt vier perfekt aneinander gelegt habe. Er muss doch automatisch eigentlich wissen, dass der eine auch da dran ist. Alter, ich verliere das noch, Alter. Ich war am Anfang so schnell. Ey, das gibt es nicht. Okay, okay, der kann ja nur noch. Oh. Ja! Fantastisch. Ja, gut, ein bisschen Zeit haben wir noch. Beziehungsweise, ich weiß ja nicht, ob ich noch schneide. Das heißt, wir haben auf jeden Fall noch genug Zeit. Für eine weitere Runde. Okay, jetzt machen wir es mal ganz bescheuert. Das ist so ein Idiotentest, wie ich die immer anlege. Oh, ships have been deployed. Naja, das ist mir klar. Jetzt geht's dir an den Kragen, ey. Oh. Na gut. Oh, natürlich fängt da da. Okay. Schießt nur das Wasser weg. Boah. Was ist das überhaupt für ein Ozean, der alle paar Quadratmeter irgendeine andere Wasserfarbe hat? Erst dunkelblau, dann hellblau. Das ist unser Lieblingsozean hier. Junge. Was ist das denn? Der ist auf einmal mega schlau, oder was? Das fällt ja eigentlich ein, jetzt in die Ecken immer hinzuschießen. Lach mir nicht, der hat jetzt das System durchschaut, ey. Bestimmt nur Zufall. Ja, sag ich doch. Schon schießt er wieder ins Blaue im Maßen des Wortes. Aber heißt es nicht sogar, man schießt ins Blaue, weil es ums Wasser geht? Bestimmt kommt es irgendwie aus der Schifffahrt oder so, man. Keinen Plan, ey. Ja, toll. So viel dazu. Okay, erstmal hier. Yeah, das
wahrscheinlich der Fünfer. Natürlich ist es der Fünfer. Blöde längste Schiff erstmal gefunden. Ey, geil. Naja. Was ist los mit ihm? Das gibt es nicht. Ah, ich hätte wie in der 10. Folge ein anderes Spiel noch ranhängen sollen. Also da hatte ich ja Rolly und entspann die Hüften. Damit habe ich jetzt nur riskiert, dass ich wieder mit einem Glücksspiel verliere in der Runde. Ich habe noch eine zweite gestartet. Aber noch läuft sehr ganz gut. Ich probiere mich jetzt weiterhin an den Rand hier zu manövrieren. Ich glaube nicht, dass er noch was am Rand hat. Gibt's nicht. Ja, das war jetzt. Ach, verdammt. Oh, Scheiße. Das kann nicht wahr Ja, den Zweier muss er erst noch finden. Und der wird ja Untergang sein. Nein. Okay, hier. Ja, der Zweier, der Zweier, der Zweier. Es ist blöd, ich hätte ihn vielleicht da hinsetzen sollen. Ja, irgendwie schieße ich trotzdem immer so dicht aneinander, dass ich da was anderes hätte machen können. Wie hat der die denn hier gemacht? Was hat der sich denn hier schon wieder? Oh nee! Was ist das für eine Scheißumstellung, ey? Na gut. Das war's mit diesem Spiel zu Sonntag. Bis zum nächsten Mal. Ciao.